Acapulco in Trümmern. Immer mehr dramatische Bilder aus dem zerstörten Urlaubsparadies machen das Ausmaß der Schäden deutlich. Eine Drohne filmt die Zerstörung aus der Luft. Dutzende hat der Hurrikan in den Tod gerissen, noch immer gelten Menschen als vermisst. Hurrikan Otis trifft mit gnadenloser Wucht auf die Bucht von Acapulco, sorgt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometer für maximale Zerstörung im weltberühmten Urlaubsort. Statt Spaß und Entspannung gibt es für diese Urlaubsgäste in Acapulco nur Schutt und Verwüstung. Die Hotellobby ist komplett zerstört. Und nicht nur hier. 600 Hotels, 120 Krankenhäuser und über 270.000 Wohngebäude sind laut mexikanischen Behörden beschädigt. Unzählige Geschäfte ruiniert. Ein absolutes Desaster. Bilder wie aus einem Katastrophenfilm. Doch leider sind sie hier real. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden durch Hurrikan Otis bisher auf 15 Milliarden US-Dollar. Nach dem Hurrikan ist der Badeort mit seinen hunderttausenden Einwohnern tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Seit Tagen gibt es eine Luftbrücke mit Hilfslieferungen, doch die Versorgungslage bleibt katastrophal. Mitten in den Trümmern stehen Menschen Schlange für frisches Trinkwasser. Die dramatischen Bilder aus der Luft zeigen, wie hart die Natur hier zugeschlagen hat.